Wort hat jetzt die Frau Kollegin Schäfer. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mir ehrlich gesagt hier häufiger klare Positionierungen von CDU und FDP gegen Rechtspopulismus, gegen Rechtsextremismus in diesem Hause wünschen. Und Herr Lindner, ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, wenn die FDP Unvereinbarkeitsbeschlüsse fasst über Pegida und FDP, dann muss ich Ihnen sagen, das brauchen wir als Grüne nicht, weil wir da klar positioniert sind und weil es bei uns klar ist, dass Leute, die bei Pegida mitlaufen, auch nicht Mitglied bei den Grünen sein können. Aber, das muss ich hier auch ganz klar sagen, Ihnen geht es ja ganz offensichtlich nicht darum, hier darüber zu diskutieren, wie wir mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Rechtspopulismus umgehen müssen, welche Strategien wir dagegen haben. Und ganz ehrlich, der Kampf gegen Rechtsextremismus kann sich doch nicht darauf beschränken, in Talkshows zu gehen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wir müssen noch viel mehr machen in diesem Bereich. Und Ihnen geht es hier darum, die Landesregierung anzugreifen. Es ging Ihnen bei der Debatte um Hogesa, die wir im Oktober 2014 hier geführt haben, auch nicht um die Gewaltbereitschaft des Rechtsextremismus. So geht es Ihnen heute hier auch im Kern nicht um die Gefahr des Rechtspopulismus. Ihnen geht es einzig und allein darum, die Landesregierung anzugreifen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Demokratinnen und Demokraten gerade in so einer Situation, wo die AfD als rechtspopulistische Partei solche Umfragewerte erreicht, wo sich Bürgerwehren gründen, wo sich Rechtsextreme tummeln und sich angezogen fühlen von, wo es massive Angriffe auf Flüchtlingsunterbringungen gibt, eine Verachtfachung der Zahlen der Angriffe gegen Flüchtlingsunterbringungen, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir als Demokratinnen und Demokraten hier gemeinsam zusammenstehen und gegen den Rechtspopulismus arbeiten. Was man klar sagen muss, ist, dass einige Mitglieder, auch führende Mitglieder der AfD, offen rassistische, islamfeindliche, völkische Ansichten propagieren, ohne dass diese Ansichten, diese Äußerungen in der Partei wirklich sanktioniert werden würden. Und auch Markus Prezell, der AfD-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen und auch Europaabgeordneter, sieht den Gebrauch von Schusswaffen zur Abwehr von Flüchtlingen an der Grenze als gerechtfertigt an. Er bezeichnet sogar die AfD als eine Pegida-Partei. Und da muss man ganz klar sagen, Pegida ist in Nordrhein-Westfalen mittlerweile eine rechtsextreme Organisation. Es gibt hier keine klare Abgrenzung der AfD zu Pegida. Ganz im Gegenteil, Markus Prezell sagt sogar noch, die AfD ist eine Pegida-Partei. Und ich will nur noch mal daran erinnern, ich habe gerade schon die Zahlen der Angriffe gegen Flüchtlingsunterbringungen genannt. Man muss sich noch mal angucken, wann sind die gestiegen? Im vierten Quartal 2014. Und das ist zeitlich deutlich in Verbindung zu bringen mit dem Aufkommen der Pegida-Demonstration. Und da muss man klar sagen, die AfD gehört zu den geistigen Brandstifterinnen in dieser Sache. Sie stellen eine Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft dar. Und Herr Laschet, wo Sie nicht recht haben, ist, Sie haben mir vorgeworfen, der Verfassungsschutz würde die AfD in keinster Weise beobachten oder im Blick haben. Das stimmt so nicht. Da müssen auch Sie differenzieren. Wir haben Herrn Freiern in der offenen PKG-Sitzung danach gefragt. Und natürlich guckt sich der Verfassungsschutz die offenen Quellen, die offenen Materialien, die vorliegen über die AfD an. Aber ich sage auch, natürlich muss der Verfassungsschutz auch im Verbund prüfen, ob man nicht eben auch in die nachrichtendienstliche Beobachtung einsteigt. Das muss fortwährend geprüft werden, je nachdem, wie sich die AfD weiterentwickelt. Und da, finde ich, muss man auch prüfen, ob nicht zumindest Teilorganisationen in die Prüfung sollen. Weil, das will ich hier auch klar sagen, natürlich kann der Verfassungsschutz nicht die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung gegen rechts führen. Aber es wäre ein starkes Signal, dass es sich hier bei der AfD mitnichten um eine Partei innerhalb des demokratischen Spektrums handelt. Die Landesregierung und auch die sie tragenden Fraktionen müssen sich ganz sicherlich nichts vorwerfen lassen, was das Engagement gegen rechts angeht. Ich will nur noch mal sagen, die Einrichtung der Opferberatungsstellen. Wo war eigentlich die CDU bei der Abstimmung darüber, ob wir Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt einführen? Wir haben die mobilen Beratungsteams mit Finanzmitteln gestärkt. Wir finanzieren die Aussteigerprogramme. Wir sind gerade dabei, ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu entwickeln. Bei diesem Programm gegen Rechtsextremismus und Rassismus hat es ein breites Beteiligungsverfahren in Zivilgesellschaft gegeben, in Regionalkonferenzen, in den Regierungsbezirken. Da waren wir alle als Abgeordnete eingeladen. Wo waren Sie eigentlich von der CDU? Ich war bei vielen bei dieser Konferenzen. Sie waren nicht da. Sie fehlen bei den Demonstrationen gegen Rechts, in den Bündnissen gegen Rechtsextremismus. Das müssen Sie sich vorwerfen lassen.
Und ich finde es im Übrigen auch deshalb so fatal, dass Sie in diesen Bündnissen fehlen, obwohl Sie da natürlich zur Mitarbeit eingeladen sind. Wir würden uns wünschen, wenn Sie da mitarbeiten. Ich finde es fatal, weil ich meine, dass wir Demokratinnen und Demokraten gerade in so einer Situation, das sagte ich schon, zusammenstehen müssen. Wir müssen uns doch mit Alltagsrassismus beschäftigen, mit Rechtsextremismus, mit Rechtspopulismus. Aber darum geht es Ihnen im Kern überhaupt nicht drum. Und das finde ich ehrlich gesagt hier an dieser Stelle auch ziemlich beschämend.